Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben eben unsere neue Kaffeemaschine ausgepackt. Das ist eine sehr gute Kaffeemaschine. Wir hatten die nämlich schon mal. Die hat insgesamt 3 Jahre durchgehalten. Ja, und dann ist uns leider die Kanne kaputt gegangen. Irgendwie war die wohl heiß und wurde mit kaltem Wasser ausgespült. Und dann ist sie leider gesprungen. Ein Stück ist abgebrochen und man hätte sozusagen eventuell auch die Kanne nachbestellen können, aber da die eben eh schon 3 Jahre alt war und wir ziemlich viel Kalk im Wasser haben und so weiter und so fort, haben wir uns dann doch für eine neue Maschine entschieden. Die ist auch nicht ganz billig, aber wir waren zufrieden mit unserem Kaffee. Der Kaffee war immer warm und deswegen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, haben wir eben beschlossen, uns das gleiche Modell nochmal zu kaufen. So, und wir machen unseren ersten Kaffee jetzt quasi in Echtzeit und ihr dürft dabei sein. Ich glaube, das sind hier 6 Tassen Wasser oder so auf 3 Löffel Kaffee. Das Ganze dauert etwa, ich schätze mal, 6 bis 8 Minuten. Und die Kaffeemaschine hat einige Funktionen, die wir gar nicht wirklich nutzen. Was wir tatsächlich praktisch finden, das ist die Uhrzeit, die ist hier noch nicht korrekt eingestellt. Es ist 8 Uhr morgens während der Aufnahme hier. Außerdem hat sie eine Verkalkungsanzeige. Wenn die leuchtet, dann wird es Zeit, die Kaffeemaschine einmal zu entkalken. Das ist ebenfalls praktisch. Und dann hat es zum Beispiel noch eine Timer-Funktion, die wir persönlich jetzt nicht nutzen. Da gibt es also die Möglichkeit, abends um 9, sagen wir mal, seinen Kaffee vorzubereiten, den Timer entsprechend zu stellen, sodass die Kaffeemaschine morgens automatisch zu einer bestimmten Uhrzeit aufwacht und für euch den Kaffee zubereitet. Eigentlich eine wirklich praktische Funktion, aber so schnell muss es dann doch nicht gehen morgens. Also wir nehmen uns die Zeit, den Kaffee dann morgens von Hand zu machen. Ja, was kann die Maschine noch? Sie kann sich automatisch von selbst ausschalten. Das kann man einstellen, so dass sie sich nach 30, 60, 90 oder 120 Minuten von selbst ausschaltet. Es gibt einen abnehmbaren Wassertank. Überhaupt kann man fast die ganze Maschine komplett auseinandernehmen. Das ist zum Putzen sehr, sehr praktisch. Wir hatten zum Beispiel vor dieser Maschine eine Maschine mit einer Thermoskanne von Philips. Und damit sind wir überhaupt nicht glücklich geworden. Ähnliche Preisklasse übrigens, weil die Thermoskanne kaum zu reinigen war. Das war wirklich schwierig, ein echtes Gewürge und nach knapp einem Jahr haben wir die entsorgt. So, man kann mit der Kaffeemaschine 8 bis 12 kleine oder große Tassen brauen auf einmal. Im Wassertank haben wir auch eine entsprechende Tassenanzeige, das seht ihr gerade gut. Es gibt eine On-Off-Leuchtanzeige, die ist im Moment an, wie ihr sehen könnt. Ja, die Maschine hat 850 Watt, wenn sie im Standby-Modus ist, verbraucht sie unter 1 Watt. So, vor der ersten Benutzung soll der Wassertank einmal mit klarem, kaltem Wasser befüllt werden und dann soll man das Ganze ganz normal durchlaufen lassen. Dadurch wird die Kaffeemaschine gereinigt. Dann gibt es die Möglichkeit, das Gerät auf die Wasserhärte vor Ort zu programmieren. Insgesamt gibt es da 4 verschiedene Stufen. Da ist auch irgendein Test beigelegt, mit dem man die Wasserhärte bestimmen kann. So, dann gibt es die Timer-Funktion und die programmierbare Warmhaltezeit. Das habe ich schon erwähnt. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist das Entkalkungsprogramm. Wenn die Kalkleuchte also aufleuchtet, dann geben wir dann ein handelsübliches Entkalkungsmittel hinein und lassen einmal das Entkalkungsprogramm durchlaufen und im Zuge dessen kann man sie dann immer auch reinigen. Das kommt bei uns so alle 2 bis 3 Wochen etwa einmal vor. Der Entkalkungsprozess dauert laut Anleitung um die 25 Minuten. Ich glaube, danach muss man sie noch mit kaltem Wasser zweimal durchlaufen lassen. Das dauert dann auch nochmal, also genug Zeit einplanen. Und by the way, sind der Filtereinsatz der Maschine und die Glaskanne Spülmaschinen fest. Wir würden beides auf keinen Fall niemals in die Spülmaschine geben, aber vielleicht ist das für den einen oder anderen hier noch ganz interessant. Der Hersteller wirbt mit einer optimalen Brühtemperatur für volle Aromaentfaltung und verspricht außerdem einen heißen Kaffee.
Den Tropfstopp sowie die automatische Endabschaltung habe ich, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Das Produkt ist sehr beliebt. Bei Amazon sind eigentlich mehr oder weniger alle Kunden zufrieden mit ihrer Kaffeemaschine. Und das hier ist übrigens auch keine Werbung. Wir haben uns das Produkt selber gekauft. Wir sind sehr zufrieden damit und deswegen habe ich beschlossen, zu dem Thema ein Video zu machen. Vielleicht sucht gerade jemand eine Kaffeemaschine, vielleicht ist das hilfreich für den einen oder anderen. Und so langsam müsste der Kaffee dann auch fertig sein. Das war jetzt wie gesagt in Echtzeit die Zubereitung von etwa 6 Tassen Kaffee. Zum Schluss röchelt die Maschine noch ein bisschen vor sich hin. Das ist das Zeichen dafür, dass sie bald fertig ist. Und je nach Verkalkungsgrad klingt das Röcheln dann mehr oder weniger dramatisch. Das war's, der Kaffee ist fertig. So sieht der Kaffee aus. Und wir schauen uns jetzt noch schnell auf der Amazon-Webseite um. Und auf der Amazon-Webseite sieht das gute Stück so aus. Normalerweise kostet die um die 107 Euro. Anscheinend ist die hier reduziert, wobei ich glaube, wir haben sie auch vor 3 Jahren zum reduzierten Preis für um die 80 Euro gekauft. Das gute Stück gibt es auch in Weiß. Wir haben uns für die schwarze Variante entschieden. Und die ganzen Vorteile habe ich euch schon genannt. Hier oben seht ihr die Bewertungen bei Amazon. Und hier sehen wir noch eine Ersatzglaskanne. Die ist auch nicht ganz günstig. 31,63 Euro kostet der Spaß. Passt also gut auf eure Kanne auf. So eine ähnliche Maschine hatten wir vorher. Ich habe die vorhin im Video kurz erwähnt. Und hier sehen wir noch andere Kaffeemaschinen, zum Teil günstiger, zum Teil teurer. Unsere ist sicher nicht die günstigste. Man kann auch im Aldi eine Kaffeemaschine kaufen. Eine Retro-Maschine habe ich gestern gesehen, für 15 Euro kann man machen. Wie gesagt, wir waren mit der zufrieden, darum haben wir uns das geleistet. Wir trinken sehr viel Kaffee. Und hier nochmal die Produktbeschreibung des Herstellers, wobei ich euch das meiste schon im Video vorgestellt habe. Damit sind wir durch. Ich bedanke mich für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Was benutzt ihr für eine Kaffeemaschine? Welche könnt ihr empfehlen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schönen Tag wünsche ich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.